Hammer. Hammermäßig und wir haben hier immer noch Platz. So, wo setze ich jetzt bloß Eingänge und Ausgänge hin? Am besten auf dieser Seite. Eingang, Ausgang. Achterbahn im Weg. Ausgang. Funktioniert. Gut, gut, gut. Weg setzen. Tiefer. Gut, das ist schon mal verbunden. So, und jetzt muss ich das hier noch irgendwie auf die andere Seite bringen. Ja, wer weiß, vielleicht ist es nicht mal die letzte Achterbahn, die wir gebaut haben. So, die kostet jetzt bitte auch nochmal 1,20 oder 1,50. Und testen. Eröffnen. So, jetzt bin ich sehr gespannt, wie die aussieht, was die macht, wie cool die ist. Die hat so viel Geld gekostet, die muss cool sein. Ihr wisst ja, alles, was cool ist, ist teuer. Aber die Werbekampagne lohnt sich definitiv. Wir werden jetzt nochmal ordentlich Kohle rankriegen, zumal ganz viele Leute kommen, die Luftballons kaufen, die Souvenirs kaufen, die Eintrittskarten kaufen, die Eintritte selber kaufen, die Essen kaufen, Getränke kaufen, machen, tun. Und das bei 2200 Leuten ist doch eigentlich gar nicht schlecht. So, die fährt ziemlich viel. Und braucht ewig, bis sie wieder da ist. Okay. Dann warten wir jetzt mal auf die Testergebnisse. Was die Achterbahn so drauf hat, das werden wir gleich herausfinden. Wie weit ist die Forschung? Oh, die kann nichts Aufregendes, keine Läden und Stände mehr machen. Die kann keine gemäßigten Attraktionen. Verdammt, was ist denn hier los? Was wird denn jetzt erforscht? Objekt für die klassische und römische Gestaltung. Döp, 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 döp. Wir haben auch gar kein Labyrinth. Fällt mir auch so ganz unverhohlen auf. So, hoch, hoch, mittel. Wunderbar. Dann bitte alle Mann rein. Was ist mit dir? Mir ist schlecht. Okay, ihm ist nur übel. Und er ist schnell unterwegs. Gut, das steht alles soweit. Wieder haben wir eine neue Achterbahn, die neue Leute in unseren Park zieht, auch wenn wir jetzt gerade mal bei 2200 sind. Es ist mir einfach zu wenig. Für diese Masse, die wir zu bieten haben, ist mir das echt zu wenig. Weiß ja nicht, wie man sonst weiter noch verfahren soll. So, Essen und so weiter haben wir genug. Den freien Fall, den haben wir noch nicht. Den bauen wir jetzt erstmal. Doch, den haben wir schon, oder? Hätte schwören können, ich habe den schon gebaut. Nee, noch nicht. Den wollte ich bauen. Irgendwas war da. So. Eingang, Ausgang. Wir befinden uns jetzt im September, Jahr 4. Das heißt, allzu lange geht's gar nicht mehr. Wir sind gleich durch. Was muss ich hoch? Muss ich runter? Was muss ich denn? Ah, jetzt. Jetzt bin ich dran. Ah, okay. Gut. Bitte für 1,20 eröffnen. Oder 1. 1 ist auch okay. Nee, das passt noch nicht. Warte. Einmal nach oben, geradeaus. Dann rum. Ja, das passt. Da brauchen wir dementsprechend Bänke. Und Leute, die hier alles sauber halten. Viel Spaß. Hier ist noch alles besetzt, das ist okay. Okay.
zahlen auch unsere restlichen Schulden zurück, haben dann immer noch 4.000 plus und der Parkverkehrswert ist bei 54.000. Das ist unglaublich. Firmenverkehrswert bei 60.000. Wenn ich jetzt nichts mehr ausgeben würde, würde alles, was wir machen, im Plus landen. Aber ich will jetzt noch eine Achterbahn bauen. Wir haben noch so viel Platz und bauen noch eine letzte Achterbahn, bevor wir uns dann dem Ende zuneigen. Dengler Feed. Hier gibt es auch schöne große Achterbahnen. Aber die hier ist doch ganz niedlich. 7.000 kann man sich gut leisten. Ja, es wird auch die letzte Achterbahn sein. Dann ist wirklich Schluss. Das heißt, ich nehme jetzt noch einmal den Kredit auf. Eingang, Ausgang. Eingang runter. Wird zu hoch. Geradeaus. Runter. Das ist alles viel zu hoch. Warte. Oder wir machen es ganz anders. So. Und dann runter. Reicht trotzdem nicht. Boah. Okay. Nein, ich habe es auch noch verkehrt gebaut. So, jetzt runter. Geradeaus. So rum. Runter. Ach Quatsch. Brauchen wir gar nicht so tief. So, für 1,20 eröffnen und wir kümmern uns schon mal um den Ausgang. 1,20? 1,50? Nee, 1,60 sogar. Eine neue Achterbahn ist wie ein neues Leben. So, das steht auch. Hoffe ich zumindest, dass das miteinander verbunden ist. Ja, sieht gut aus. Brauchen wir dementsprechend auch noch Bänke. 1 und 2. Zahlen unsere Schulden wieder zurück, sind dann wieder im Plus. Und holen noch eine letzte Hilfskraft, die uns hilft, das alles sauber zu machen. Tja, meine Lieben, das war's soweit. Mehr können wir an dieser Stelle nicht tun. Jetzt heißt es tatsächlich nur noch auf den Gewinn warten. Was sagt unser Ziel? 1000 Besucher im Park zu haben bis Ende Oktober Jahr 4 und eine Parkbewertung von 600. Wir sind jetzt aktuell bei 2250, also haben das Ziel mehr als verdoppelt und eine Bewertung von 999. 1000 gibt es nicht, insofern sind wir auf der höchsten Bewertung, die es überhaupt gibt. Wir sind die Besten. Und machen jede Menge Plus, jede Menge neuer Leute kommen rein. Bei all diesen Attraktionen möchte natürlich keiner fehlen. Guckt's euch an, wie die in Scharen in unseren Park strömen und damit sogar unseren Zielwert fast um das 2,5-fache erhöhen. Im Moment ist es auf dem 2,25-fachen, wenn wir genau sein wollen. Wahnsinn. Hier gibt's gar keinen Fotoapparat, ne? Doch, irgendwo war hier einer, das weiß ich noch. Musste doch den Preis dafür einstellen. Upsala, das habe ich mir nämlich so gedacht. Schon wieder ist eine Achterbahn zusammengekracht, was unsere Parkbewertung aber nicht im geringsten interessiert. 16 Leute starben bei dem Unfall, na und? Wir haben immer noch eine Bewertung von 867. Eröffnen. So, alles wieder schick. Nochmal speichern vor dem Ende. Gott sei Dank müssen wir keine Alimente zahlen. Oh. Na, das wär's ja jetzt noch.
Go-Karts 1 ist immer noch nicht repariert. Ja, weil derjenige wahrscheinlich wieder sonst wo lang Strom hat, aber nicht da, wo er hin soll. Aber das liegt auch vielleicht daran, dass wir nicht allzu viele Mechaniker haben. Repariert Go-Karts 1. Na, siehste. Ist doch dabei. Ist alles gut. Wir haben jetzt jede Menge Mechaniker. Nehmen noch zwei Aufseher mit dazu, die überall aufpassen. Nehmen noch einen Teddybären. Objekte für Bergbau wurden erschaffen. Sehr schön. Der Teddybär übrigens, Entertainer 5, wird jetzt zum Römer. So, Mr. Römer. Ich kann leider nicht näher ranscrollen, sonst würde ich ihn euch näher zeigen, aber der fuchtelt da immer mit seinem Schwert durch die Gegend. Cool. Oh, und schon geht der Besucheransturm wieder runter aufgrund des Unfalls. Und aufgrund dessen, dass unsere Parkbewertung nach unten gegangen ist. Verdammt. Aber wir sind schon wieder bei 924. Bis Ende Oktober, Jahr 4, werden wir es wahrscheinlich wieder auf 1000 schaffen. Alles ist gut. Der eine Unfall, mein Gott, passiert. Sind ja nur 16 Leute. Oh Gott, klingt das makaber. Tja, nirgendwo steht einer an, weil keiner irgendwo mitfährt. Das hat sich alles so im Park verteilt, dass es nicht mal Plätze gibt, wo es richtig voll ist. Außer die kommen gerade gesammelt aus irgendeinem Ausgang raus. Wahnsinn. Ja, hier vorne beim Eingang ist klar, weil die hier alle rein und rauskommen. Aber ansonsten... nischt. Ja, nischt. So, dann suchen wir uns mal einen Platz. Immerhin werden jetzt gleich die Luftballons in die Höhe geschmissen. Wo denn die meisten Luftballons sein könnten? Wo ist es am meisten blau? Eigentlich doch hier. Mitten in unserem Park. Das ist übrigens unser wunderschöner Park. Das haben wir alles gemeinsam erreicht. Wir haben die Pyramiden abgerissen, alles aufgekauft und unseren Park dorthin gesetzt. Mit 16 Achterbahnen an der Zahl. Oder 17 sogar mittlerweile. 17. 17 Achterbahnen. Und wir haben gewonnen. Jubel! Wir heißen wie immer Bisu und wir haben noch einen Preis für den Park mit dem höchsten Besuchswert im Land bekommen. Und einen Verkehrswert der Firma in Höhe von 67.653 erreicht. Was sehr viel ist, wenn man denkt, was wir alles gekauft haben. An Parkgelände. Die meisten Ballons gibt es tatsächlich hier in der Mitte. Nicht mal am Eingang. Gut, dann bleiben wir auch hier in der Mitte. So, und dann schauen wir uns das Ballonspektakel noch einmal an, bevor wir dann auch dieses Szenario, diese Mission beiseite legen. Wunderschön. Spiel speichern unter LP15 und dann raus in die nächste. So, wir hatten jetzt als letztes Pacific Pyramids und als nächstes kommt Crumbly Woods. Da gucken wir uns jetzt nochmal ganz kurz rein, bevor wir den Part beenden. Crumbly Woods. Mindestens 1200 Besucher bis Ende Jahr 3, Oktober Jahr 3 im Park haben, sowie eine Parkbewertung von 600. Das sind hier die Aufgaben und es erinnert mich sehr an Cards and Coasters. Zumal hier auch schon sehr viel vorhanden ist. Warum sollte ich denn hier den Park noch übernehmen? Wow, das sieht wunderschön aus. Auch mit dem Schachbrett und so. Den ganzen Süßigkeiten überall. Cool. Ja, für Deko habe ich jetzt nicht so das Auge, aber das ist ja auch nicht schlimm. Die machen hier ein Wettrennen. Ist auch schön. Das ist der Park insgesamt. Kann man hier was dazu kaufen? Nee, sieht nicht so aus. Aber ich sehe gerade einen Ballon fliegen, also gibt es zumindest schon mal einen Luftballonstand. Hier scheint einiges schon vorhanden zu sein. Kann man noch was dazu pachten?
Auch nicht. Boah, aber die Warteschlange ist viel zu lang. Wir müssen einiges überarbeiten, wenn wir das fertig machen wollen. Oh, 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 oh. Stehen hier sonst ewig an. Insbesondere für das hier. Das ist doch nichts anderes als Autofahren, oder was? Ja. Dafür haben die eine ewig lange Warteschlange. Das könnt ihr vergessen. Das werden wir alles abreißen, meine Lieben. Guti. An dieser Stelle verabschieden wir uns, wie gesagt, von Rollercoaster Tycoon fürs Erste. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und kümmern uns dann um die Crumbly Worlds. Bis nachher.